So Leute, es geht weiter mit Need for Speed Undercover. Ich habe vorhin ein paar Testaufnahmen gemacht und es hat geleckt wie Hölle. Es hat geleckt wie Hölle. Ich habe keine Ahnung wieso. Jetzt habe ich den Computer komplett neu gestartet und keine Testaufnahmen gemacht. Und es leckt überhaupt nicht. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Aber was soll's? Hauptsache das Spiel läuft. Und ich hatte das hier gemacht, glaube ich. Sachschadenherausforderung, genau. Die hatte ich gemacht, dann musste ich leider abbrechen wegen zu starken Lags. Speichern konnte ich nicht, das heißt, ihr habt nichts verpasst. Wir sind auf dem letzten Stand der Dinge. Und wir müssen 15.000 Sachschaden anrichten und das machen wir. Ja. Da macht's auch nichts, wenn's laggt, denn da dürfen wir ein bisschen destruktiv fahren. Oh, da sehe ich schon einen Verfolgungsstopper. Da fahren wir durch. Und wir sind schon wieder alle losgeworden. Das ist scheiße. Da versucht er schon wieder zu laggen, es ist unfassbar. Ja Leute, mir läuft die Zeit davon, ich brauche Polizeieinheiten. Ich kann keinen Sachschaden anrichten, wenn die nicht zuschauen, glaube ich. Ah, da ist einer. Jetzt aber Gas geben. Da ist er. So, jetzt müssten wir es gleich schaffen. Nur noch durch den Verfolgungsstopper durch. Komm schon, komm schon. Was? Der ist überhaupt nicht stehen geblieben. Ja, reg dich ab, du Lag. Da sehe ich schon wieder einen Verfolgungsstopper. Die bringen immer richtig viel Sachschaden. Möchtest du mir vielleicht folgen? Dankeschön. So, jetzt haben wir es aber. Pass auf, aufpassen, jetzt. Ah, durchfahren sollte man vielleicht. Herausforderung abgeschlossen. Challenge erledigt. Jetzt müssen wir nur noch entkommen. Mit unglaublichen Lags. Sag mir, warum so laggt. So, darunter müssen wir erstmal. Oh Mann, Mann, Mann. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Oh, da kommt die Polizei und ich kann nicht fahren. Oh, meine Güte. Das ist ja nicht zum Aushalten. Ich weiß echt nicht, warum es manchmal leckt und manchmal einfach flüssig läuft. Erstmal Filmsequenz so. Hey, Mr. Zufall. Also hier ist Nickel. Ich will eine Revanche und zwar jetzt. Kapiert, Schmierbacke? Und weißt du was? Du hattest Glück und das hält nicht ewig an. Also wir beide, wir regeln das jetzt. Wow, 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 reg dich ab, Junge. Es sind nur Autos, es sind nur Rennen. Immer dran denken. Rücksichtslose Fahrer, Highway Battle. Den würde ich ja liebend gerne machen. Aber es leckt so furchtbar. Schaut euch das an. Ja, ich mache jetzt mal eine Aufnahmepause und mache immer mal wieder ein paar Testaufnahmen und hoffe, dass es dann besser läuft. Bis dann. Ziemliches Durcheinander. Kann jemand vorbeikommen? Einheit 118 mit drei Mann. Wir können in etwa 2 Minuten da sein. Verstanden. 118, perfekt. Gut, wir sind unterwegs.
So, okay, ihr fragt euch, warum ich es die ganze Zeit geschwiegen habe. Das sollte eigentlich nur eine Testaufnahme sein. Jetzt sind wir in eine Verfolgung reingekommen. Und es leckt nicht mehr ganz so extrem. Scheint sich etwas beruhigt zu haben. Ja, es läuft eigentlich ganz gut. Gefällt mir. Dann entkommen wir jetzt mal. Bestätige. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Richtung Süden. Wiederhole, in Richtung Süden. Auf dem Eastside Boulevard. Der Einsatz bleibt auf Code 3. Aber er leckt schon noch ein bisschen. Also vollkommen aufgehört hat es nicht. Ach komm, muss ich jetzt da echt reinfahren? Also fahren wir rein. So, wir sind versteckt. Ruf als Fahrer, bla bla bla. Schon in Ordnung. So, jetzt fahre ich noch ein paar Meter und schaue, ob es wirklich so leckt. Und dann probieren wir mal den Highway Battle. So läuft es eigentlich ganz gut. Jetzt hat es wieder ein kleines bisschen geleckt. Riskieren wir es? Riskieren wir es? Ich meine, wir haben immer noch unseren Speedbreaker. Ah, so, aber wenn ich aufs Nitro drauf drücke, dann leckt es schon. Schaut euch das an. Ich mache lieber noch ein paar Testaufnahmen und dann sehen wir uns wieder. So, weiter geht's. Ich habe die Hoffnung, dass es jetzt aufgehört hat zu laggen, ein bisschen zumindest. Job, rücksichtslose Fahrer. Nickel hat es auf dich abgesehen, seit du in einem Tri-City-Turnier blamiert hast. Er hat dich auf einem Highway-Battle herausgefordert, um zu sehen, wer der Beste ist. Zeig ihm, dass es beim ersten Mal nicht nur Glück war. Das werden wir ihm zeigen. Möglicherweise haben wir sogar Pech mit unglaublichen Lags. Ich verfolge gerade Nickel Rogers in Richtung Osten. Sei vorsichtig, er ist verdammt gefährlich. Interstate East, 18.29 Uhr. So, nur schnell das Headset. So. So, was fährt der denn für einen Wagen? Dodge Viper. Keine Ahnung, was das ist. Ich führe mit 300 Meter Vorsprung, um zu gewinnen. Das habe ich vor. Oder wir müssen 2 Minuten lang, also nach 2 Minuten vorne sein. Autsch, da bin ich ins Schlittern gekommen. Ja, wollt ihr mich ausbremsen oder, keine Ahnung, habt ihr sonst nichts zu tun? Rückstand wächst, ja, das werden wir nicht mehr schaffen. Jetzt leckt's auch noch. Nochmal. Sage ich da nur. Wie viel Geld kriegen wir eigentlich dafür? Würde ich mich jetzt mal fragen. Vielleicht, aber nur vielleicht, können wir uns dann vielleicht sogar schon den Lamborghini leisten. Also gut, wir versuchen es einfach nochmal. Oh, der zieht davon, der Kerl. Das machst du doch mit Absicht. Das ist doch nicht mehr lustig. Na gut, die Herausforderung heißt ja auch rücksichtslose Fahrer. Gut, gut, damit hätte ich rechnen müssen. Rückstand wächst. Ja, was soll ich denn machen? Fährt er auch noch in die Wand rein. Mhm. Nochmal. Ich mach das so lang, bis ich's gewonnen habe, ne? Das ist ja klar. Ich will den mit dem TT abziehen. Einen besseren Wagen habe ich sowieso nicht, also. Ich könnte zwar den Mustang auftunen und dann mich damit einfahren und dann hoffen, den zu gewinnen, also dieses Rennen hier zu gewinnen, aber dann könnte ich mir den Lamborghini nicht mehr leisten. Und das will ich nicht. Ich will mir diesen Lamborghini kaufen. Ist es denn die Möglichkeit? Da will ich cool kreuzen und dann sowas. Ah. Ja, Leute, wir wissen langsam, dass es Interstate East 1 bis 5, 18 und 29 ist. Ihr müsst das nicht jedes Mal neu sagen. Ah. Also gut.
Versuch Nummer 3 ist es jetzt, glaube ich. Oder schon 4? Keine Ahnung. Aber mir fällt positiv auf, wir haben keine Lags. Und ich bin in Führung, wollte ich sagen. Der ist so aggro. Ja, okay. Der fährt halt ungefähr gefühlte 500 km/h, aber sonst, ne? Sonst ist alles in Ordnung. So. Also gut. Als erstes fahren sie hier vorbei. Dann die Ansicht von hinten, dann die Ansicht von vorne. Und dann gehen wir ins Auto. Ja, langsam kenne ich es auch auswendig. Führe mit 300 Meter Vorsprung. Ja. Mach ich. Das nächste Mal. Jetzt fängst du das Laggen an. Ich mach dich platt. Ja, ja, dann mach mal. Dreckslag. So, jetzt. Ich nehme jetzt den Rückwärtsgang so. Ist doch scheiße. Ah, nochmal. Ich weiß schon, jetzt fangen die ersten so langsam an, nach ihrer Maus zu greifen. Und ein bisschen vorzuspulen oder gleich, keine Ahnung, die nächste Folge einzuschalten. Naja, gut. Gut Ding will Weile haben, ne? Oh, Monster Lag. Und 150 Meter Abstand. Gleich steht der Rückstand, wächst. Ja, natürlich. Aber komm schon, ich krieg dich noch, ich krieg dich noch. Jetzt gebe ich erstmal kräftig Nitro. Ja, 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 ja. Nein. Ah, was soll ich tun? Was soll ich tun? Also, Interstate East 1 bis 5, 18, 29. Erst fahren sie von rechts nach links an uns vorbei. Dann fahren sie vor uns. Das heißt, wir sehen sie von hinten. Dann fahren sie hinter uns. Das heißt, wir sehen sie von vorne. Das kommt jetzt. Und dann dürfen wir endlich selbst fahren. So, wir fangen gleich mal an mit einem kleinen Leck. Und dann mal sehen. Na. Ja, sag mal. Da fällt mir echt nichts mehr ein. Ich mach dich platt. Aus dem Weg. Aus dem Weg, habe ich gesagt. Agro-Modus. Nitro geben. Rückstand wächst. Ja. Wie ich es wieder vorhergesehen habe. Komm schon. Volles Nitro. Volles Rohr. Komm schon. Was? Mann, oh. Ich will das gewinnen. Ich will das gewinnen. Ich will das Geld, ich will den Ruhm, ich will das für mein Ego, ich will. Aber ständig zu verlieren ist auch nicht lustig, ne? Ah. So. Ja, los geht's. Führe mit 300 Meter Vorsprung, um zu gewinnen. Wissen wir mittlerweile. So, jetzt fahre ich mal auf der Gegenspur. Was haltet ihr davon? Ha, hier ist nämlich fast kein Ver... der hat sich gerade aus dem Nichts hergebeamt. Wow. Das ist ja echt heimtückisch. Die beamen sich einfach her. Komm schon, ich bin ein Geisterfahrer. Ich fahre auf der linken Spur. Dankeschön. Man weicht aus, du Idiot. Bei Geisterfahrern fährt man nicht auf der linken Spur. Das ist doch völlig hirnrissig. Wo hast du eigentlich deinen Führerschein gewonnen? Mein Gott. Also wenn ich da ganz normal, also ganz normal, als Geisterfahrer fahre, da fahre ich doch als Nicht-Geisterfahrer, fahre ich doch da nicht auf der linken Spur. Bin ich beknackt?